So, ich habe heute hier die Ehre, mit Frau Hirsch zu sitzen. Das ist die persönliche Referentin von Herrn Gauck. Und ja, würde gerne ganz kurz nur fragen, Frau Hirsch, sagen Sie uns mal in 3 Sätzen, warum Sie mit Herrn Gauck befreundet sind und was ihn als Person ausmacht. Das ist natürlich unheimlich kompliziert. Wir kennen uns, glaube ich, seit März 1990. Damals war ich Korrespondentin in Warschau und habe aber über die Wahlen damals hier in Deutschland berichtet. Da haben wir uns kennengelernt. Und von Anfang an habe ich also ich habe seine Fähigkeit sofort gespürt, Menschen ansprechen zu können, auf diese sehr emotionale Weise, aber auch sehr bestimmt. Ich glaube, das uns auch verbindet. Wir sind doch ziemlich wertemäßig orientiert. Wir sind interessiert, wie soll ich das sagen, in einem Gemeinwesen etwas zu verwirklichen, was Sinn macht. Und damals, das war viel wichtiger als heute, wir waren beide, das klingt jetzt ganz schrecklich, antikommunistisch. Das heißt, gegen diese Systeme, weil ich so in Polen mit Solidarność verbunden war. Ich kannte die Opposition seit 10 Jahren. Und in Polen ist Antikommunist ein positives Wort, weil es bedeutet, es ist gegen die Diktaturen, es ist was Demokratisches. Solidarność war antikommunistisch. Und dann traf ich ganz ungewöhnlich in der DDR, weil da wollte man nicht antikommunistisch sein, im Westen auch nicht. Und wir konnten uns aber über Antikommunismus positiv definieren als demokratisches. Und dann, das irgendwie klappte das und er ist, glaube ich, ein warmer Mensch, der sowieso schnell auf Zustimmung stößt. Super, vielen Dank.